Nachgefragt in der Hauptstadt bei Brigitte Ferle, der Hauptstadtjournalistin. Grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Was ist da gerade los in Berlin? Wie muss man sich das vorstellen? Im Adenauerhaus Land unter, Land über, was ist dort los? Naja, die Ankündigung von Angela Merkel, nicht mehr anzutreten, hat natürlich ein großes Durcheinander der Meinungen und der Hoffnungen und der Wünsche ausgelöst. Das war ja vollkommen klar. Und besonders dynamisch ist diese Situation natürlich dadurch geworden, dass Friedrich Merz seine Kandidatur in den Ring geworfen hat. Denn ich glaube, wenn man sich die Gesamtlage mal betrachtet, das, was Merkel angekündigt hat, dass sie nicht mehr zum CDU-Vorsitz antritt, aber dass sie Kanzlerin bleiben möchte, das funktioniert natürlich nur mit bestimmten Kandidaten. Also es würde funktionieren mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Die beiden verstehen sich gut und könnten sicherlich 3 Jahre diesen Spagat Parteivorsitz, Kanzlerschaft ganz gut miteinander hinkriegen. Das funktioniert vielleicht mit Armin Laschet, wenn er denn kandidieren sollte. Es wird aber mit Sicherheit nicht funktionieren mit Friedrich Merz und auch nicht mit Jens Spahn. Also insofern wird es sehr darauf ankommen, wie sich die Mitglieder entscheiden, ob dieser Plan von Merkel, Kanzlerin zu bleiben, bis zum Ende der Legislaturperiode aufgeht. Und es gibt ja auch noch die SPD, also die ist da auch noch eine unwägbare Kandidatin in der Frage. Wie, das verstehe ich gar nicht. Was könnte die SPD eigentlich mitreden dabei? Naja, die SPD, glaube ich, wird auf jeden Fall drauf gucken, wer wird eigentlich Vorsitzender in der CDU. Ein Vorsitzender Merz oder ein Vorsitzender Spahn wird natürlich die Partei, das ist ja auch in den Meinungsumfragen und in den Umfragen, wie sie mit den Mitgliedern gemacht haben, schon ganz klar rausgekommen, wird natürlich die CDU konservativer machen. Und ob das dann zu einer gelingenden Regierungsarbeit führt, das ist ja höchst fraglich. Und in der SPD ist das Gegrummel sowieso groß über die Große Koalition. Und insofern könnte es natürlich sein, dass an dieser Personalfrage auch die SPD, dass der Unmut wächst und dass die SPD sich überlegt, rauszugehen. Aber da gibt es ja schon erste Wortmeldungen aus der SPD, die sagen, wenn die sich wieder auf ihre eigentliche Position besinnen, könnten wir mit unserer Position wieder besser glänzen bei der SPD. Das ist ja alles so eine Momentaufnahme in den Meinungsumfragen im Moment und in dem, was auch die SPD-Politiker sagen. Bis zum Parteitag der CDU wird es ja noch eine enorme Dynamik geben. Die SPD sagt ja vollkommen richtig aus ihrer Sicht, wir wollen zurück zur Sacharbeit, wir wollen jetzt die Themen abarbeiten, wir wollen einen verbindlichen Fahrplan haben. Aber ob sie diesen verbindlichen Fahrplan bekommen wird und wie viel Dynamik ein anderer CDU-Vorsitzender oder eine andere CDU-Vorsitzende in die politische Debatte bringen wird, das können wir im Moment ja überhaupt noch nicht absehen. Deswegen glaube ich, die Situation ist ungeheuer volatil. Und wenn ich wetten sollte, ob die Kanzlerin wirklich die Legislatur zu Ende macht, dann neigt sich bei mir im Moment die Waagschale zum Nein. Das heißt, Sie rechnen spätestens nach der Wahl zum Vorsitzenden, wer auch immer es wird, oder dann nach der Europawahl damit, oder wie? Also direkt nach der Wahl glaube ich nicht. Da wird man ja erst mal sehen müssen, erst mal, wer es ist. Und ich habe ja gesagt, wenn es Jens Spahn wird oder wenn es Friedrich Merz wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese 3 Jahre voll werden für die Kanzlerin. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil die CDU ja ihr Profil dann verändern muss und verändern wird mit einem Vorsitzenden, der ganz klar dem konservativen Flügel zugeht. Das wird Dynamik in die Regierungsarbeit bringen. Und das andere ist, schauen Sie sich Friedrich Merz an. Friedrich Merz wird dieses Jahr, wenn ich das richtig weiß, 63. Das heißt, er wäre bei einer ordentlich zu Ende gebrachten Legislatur, wäre er 65 Jahre alt und würde dann zum ersten Mal für den Bundeskanzler-Spitzenkandidat kandidieren. Das ist so richtig mit Aufbruch eigentlich nicht in Verbindung zu bringen. Und Friedrich Merz ist ein ehrgeiziger, ihn wahrscheinlich auch ungeduldiger Mensch. Er wird alles in die Wege leiten, um frühzeitiger in die Situation zu kommen, dass er kandidieren kann. Also er wird versuchen, auf irgendeinem Weg Neuwahlen herbeizuführen. Also die Personalie ist ja jetzt da, von ihm selber bestätigt. Er würde antreten. Es gibt anscheinend auch schon, was Sie auch gerade nannten, eine Dynamik.
die man nicht nur innerhalb der CDU abfragen muss, sondern auch innerhalb der Bevölkerung. Da gibt es ja auch schon ganz erstaunliche Umfragewerte, Sofort-Umfragewerte, die sagen, ja, warum denn nicht? Erstaunt Sie das? Naja, also die Meinungen und die Stimmungen in der Bevölkerung sind ja in den letzten Jahren sehr volatil geworden. Man kann das ja sehen an dem sogenannten Schulz-Hype, den wir hatten. Also ein SPD-Kandidat, der wochenlang in den Meinungsumfragen und in den Parteiumfragen unglaublich beliebt war und dann auch ganz, ganz schnell wieder abgestürzt ist. Also da würde ich im Moment noch nicht so viel drauf geben. Ich fand bei der Umfrage interessant, also Merz lag ja vorne bei der Frage, wer sollte CDU-Vorsitzender werden. Aber wenn man sich mal die Altersstruktur anguckt, derer, die gefragt wurden, dann weiß man auch, dass Friedrich Merz nicht bei den Jungen, sondern bei den über 65-Jährigen besonders beliebt ist. Und wie sich diese Stimmungen dann im Laufe der nächsten Wochen weiterentwickeln werden, das muss man mal sehen. Und man muss ja außerdem bedenken, Friedrich Merz hat ja selber noch kein einziges Wort gesagt zu seiner Kandidatur. Er hat noch nicht gesagt, wohin er die CDU entwickeln möchte, wo seine Prioritäten für den Rest der Legislaturperiode ist, welche Europapolitik er machen möchte, welche Finanzpolitik, was er vom augenblicklichen Koalitionsvertrag hält. Also das sind ja alle Fragen noch offen. Die offenen Fragen werden wir hoffentlich beantwortet bekommen demnächst. Und Sie sagen es selbst, Dynamik ist drin und wir sind alle gespannt. Danke für die Informationen und Gedanken heute, Brigitte Ferle nach Berlin. Dankeschön.